Hoppladi, hoppladi, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, Folge, Schrägstrich. Ich habe mich immer noch nicht für irgendwie, wow, leck, für einen neuen guten Episoden oder Parts, Partstitel, nicht Titel, aber ich laufe einfach mal weiter, während ich hier Battle Kids spiele und, na, oh, ich muss atmen. Okay, tief einatmen und Arschbombe! Okay, was ist da? Da ist der Schlüssel für den 2. Okay, dann gucke ich trotzdem mal, was hier ist. Okay, das sieht sogar fast nach dem richtigen Weg aus. Und da lang, da lang, da lang. Oh, das war gar nicht mal so schwer. Okay, aber wir haben nicht mehr viel Luft, deshalb... Oh Gott. Ist das ein Labyrinth oder was? So, so, und fallen. Okay. Sie... Das ist irgendwie nur so zeitschindend. Okay, ich glaube, es wird echt darauf auslaufen, dass ich noch genügend Luft haben muss. Nein! Mit der Stirn wie in einer der letzten Folgen wieder kaputt gegangen. Okay. Tief einatmen und gucken, was auf der rechten Seite ist. Oh, das sieht gar nicht mal so schlimm aus. Oh, hey, vielleicht ist das auch der richtige Weg. Ich weiß gerade gar nicht, welcher der richtige Weg ist. Ich muss auf den Top des Wasserfalls und da es rechts nur runterging. Na, ich will. Na, erstmal noch einatmen. So. Ja, ich wollte ja noch irgendwas Tolles sagen. Lasst mich mal kurz überlegen, nachdem ich an den Stacheln vorbei bin. Ich suche gerade so den passenden Partstitel, also so ungefähr wie die Überschrift aussehen sollte. Das heißt, Let's Play, dann was ich natürlich spiele, das wäre in diesem Fall Battle Kit. Oder Battle im Quadrat Kit, wie es immer so schön heißt. Na komm schon. Okay, jetzt brauche ich wieder kurz Konzentration. Zack. Zack, boah, das war gut. Let's Play, das Spiel, und dann was da stehen soll, Folge, Episode, oder sonst was, oder soll da gar nichts stehen? Ich bin auch sozusagen am Suchen, was ich da nehmen soll. Ich habe ja auch, ja, was habe ich, momentan Episode, das habe ich ja von der Comic Zone, falls das noch Leute wissen, langsam wird mir das extrem lang, und ich glaube, ich überlebe das nicht, weil man muss unter Wasser atmen können, für manche Stellen. Ich habe nur noch 30. Ich glaube, das ist extra so lang, damit man da nicht vorher hinkommt. Naja, dann rennen wir in unseren Tod. Auch nicht schlecht. Oder? Reicht das vielleicht noch? Zack. Na, ich glaube, fast schon nicht mehr. Egal, ich versuche mich hier mal zu konzentrieren, dass ich das hier noch schaffe. Und... Na, komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe nur noch 10 Sekunden. 8, 7... Och Gott. Ich glaube nicht, dass das was wird. Gut, dann haben wir auf jeden Fall schon mal den Weg, der nicht gut ist. Aber ich weiß, dass es einen Weg gibt, der nicht so voller Fail sein wird. Nicht so wie der hier. Okay, ja, ich suche noch... Ich wiederhole mich, kann das sein? Wow, oh, 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 mein Skill. Wo bist du? Okay. Zack, zack. Wow. Nee, ernsthaft, wo bist du? Ich vermisse dich. Ich gebe hier mit einer vermissten Anzeige aus. Mein Skill hat sich verlaufen. Er kommt seit 5 Minuten nicht mehr nach Hause zu mir. Ich bin sehr krank vor Sorge. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Irgendwie mein ganzes Leben als Gamer hat keinen Sinn mehr, weil ich sterbe überall, wo es zu sterben gilt. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter und ich habe nicht das Geld für meinen Skill. Es ist unglaublich. Falls jemand meinen Skill sieht, kann er bitte sagen, dass er zurückkommen soll. Ich backe ihm auch Kuchen. Ich tue alles, was er will. Nur, dass er bitte zu mir zurückkommt. Ich vermisse dich. No. Ich meine, Leute, ich fail gerade nicht mit Absicht, dauernd an der gleichen Stelle. Ohne Spaß. Das ist echt langsam nicht mehr lustig. Ich meine, vorhin... Was heißt vorhin? Bis vor noch keinen 30 Sekunden konnte ich damit noch irgendwie toll was daherzaubern. So eine Vermisstenrede, aber was soll ich jetzt machen? Wie soll ich jetzt mit meinem Fail unterhalten? Wow, Leute, springt auf Minute 6:36, wenn ich das erste Mal wieder hier an dieser Stelle vorbeikomme. Ironie wäre, wenn das wirklich so wäre. Aber, oh, huhu, müsste gar nicht so weit. Ich weiß gar nicht, ob es weit wäre oder nicht. Ich möchte möglichst hier, weil, zack,
Okay, das passt. So, und jetzt stirbst du. Ja, jetzt. Boah, ich hatte Angst. Ich hatte wirklich. Ich darf nicht lang fackeln. Ich muss hier nämlich durch. Möglichst noch. Oh Gott. Zack, und. Na komm. Oh Gott sei Dank. Okay. Zack, yes. Leute. Und. Zack. Okay, das war gut. So, und. Stirb. Okay. Oh Gott. Nein, ich hätte da wirklich springen müssen. Das hätte so ein Minisprung. Warte, ich muss mal kurz ein bisschen die Wasserphysik. Wenn ich so mache, okay, dann kann ich auch springen. Zack. Ach, hört mir doch auf. Diese Stelle ist echt alles andere als schön. Uah, genau deswegen. Ach, heilige Mutter Maria Gottes. Wer glaubt an Gott? Ich glaube an mich. Nein, ich bin natürlich, ich bin auch Christ. So ist aber, der Glaube ist bei mir etwas besonders. Uah. Wobei, ich mache ja auch meinen Abi in Religion, warum nicht? Ich meine, Glauben ist etwas, was man schon haben sollte. Vielleicht nicht unbedingt immer an Gott, oder? Ich meine, Scientology-Sekten-Glauben, es ist schön immer, wenn man den Glauben bei sich hat. Nur bei manchen ist das halt auch so eine zwielichtige Frage. Ich meine, wenn wir bei Scientology nachschauen, wie es da aussieht mit Sekten und alles und ich werde die Welt erobern und so Zeugs, was alles Scientology parat hält, dann ist der Glauben doch so eine zwiespältige Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil irgendwo muss es ja auch eine gesunde Grenze haben. Okay, das hier war halb so schwer. Okay, so, und jetzt müsstest du... Wow, ich hab gekonnt an... Schon wieder. Ich schieß gerade gekonnt an dir vorbei. Jetzt. Okay, zack. Und zack. Wow, Gott sei Dank. Und zack. Das war eindeutig nicht hoch genug. Ich möchte es halt möglichst risikofrei angehen. So, aber immerhin... Oh Gott sei Dank. Ich hätte es nicht sagen sollen, dass die Stelle funktioniert. Ich mag Unterwasser nicht. Ich mag es überhaupt nicht. Oh Gottchen, Gottchen, mein lieber Jung. Ein liebes Deckslein bräuchte sein Skill wieder. Die Fahndungsmeldung oder Vermisstenmeldung, jetzt habe ich das Wort. Er steht immer noch aus, also... Leute, falls ihr ihn unterwegs mal seht, ich backe Kuchen für ihn und glaubt mir, das muss was heißen, wenn ich Kuchen für jemanden backe als Kuchenliebhaber. Ich bin ein Kuchenvernascher, aber ein Kuchenmacher? Na, ich kann Kuchen machen, ja, ist so. Nur, es ist mir ziemlich schade drum, weil wenn ich da länger in der Küche stehe und meinen Kuchen schon sofort vernasche, ich finde, es lohnt sich als Koch oder wenn man Kuchen backt, dann finde ich so, ich koche ja selber auch mal gern. Oder ich habe auch mal Kuchen gemacht, der dann nicht für mich bestimmt war. Ist es so immer ein cooles Gefühl, wenn du die Rückmeldung, so wie zum Beispiel beim Let's Play, okay, ich muss mich kondensieren, so hat auch gut geklappt, wenn du die Rückmeldung bekommst, dass es einfach geschmeckt hat oder einfach cool war, dann ist es gut, aber ich meine, wenn ich Kuchen für mich selber mache, ich kann sagen, ja, war guter Kuchen, aber, okay, jetzt muss ich mich wirklich kondensieren. Ja, kondensieren, ich mache das mit Absicht gerade. Ach, hör mir auf. Ja, für mich selber ist es halt auch immer noch was anderes, als wenn es dann von anderen Leuten kommt. Deshalb Kuchenliebhaber von anderen Leuten sehr gern. Wenn ich selber Kuchen mache, dann lieber nicht für mich, weil da ist mir die Arbeit sozusagen nicht wert, wie lange ich in der Küche stehe und den Kuchen backe und wie schnell er dann wieder weg ist. Also, ja, ach, komm. Okay, dann haben wir die 10 Minuten schon mal mit Vermisstenmeldungen und Kuchen verbracht. Auch nicht schlecht. Ich finde es eigentlich momentan auch gut, weil Battle Kids, ich meine, klar, ich würde auch sehr viel auch so failen, aber ich finde, es ist auch eine sehr gute Methode, mir einen anderen Let's Player-Stil zuzunehmen, weil momentan habe ich vieles mit meiner Sprache über das Spielgeschehen untermalt. Und jetzt kann ich auch hier in Battle Kids sozusagen mir einen Let's Player-Stil aneignen, der informativer ist und vielleicht auch, ja, zwiespaltige Themen anreißt.
Ich sollte dann nur noch versuchen, mir Skill anzueignen oder ihn wiederzufinden. Dann hätte ich sozusagen das Trinitium, das Trio, das ich persönlich favorisieren würde. Weil ich finde, das sind auch fast schon die besten Let's Player. Die entweder mit ihrer Stimme unterhalten, ja gut, das machen wir alle, die mit hirnrissigen Themen an unterhalten, also bei denen sozusagen das Spiel fast schon nicht mehr das wichtige Medium ist, sondern nur einfach Impulse des Spieles nutzen, um irgendetwas, ja, hirnrissiges, ich sag jetzt einfach mal hirnrissiges, aber so zwiespaltige Themen aufmerksam zu machen oder irgendetwas, was so einfach die anderen Leute interessiert. Ja, das wäre so das Erste. Das Andere ist, das Spiel sozusagen noch mehr untermalen, so die Atmosphäre des Spiels noch besser rüberbringen und selber auch einen dazu bringen können, mitzufiebern. Ja, wow, es ist unglaublich. So wie ich es gerade zum Beispiel nicht schaffe, aber meistens, dazu gehört nicht unbedingt Skill, dazu gehört irgendwie so die Mitnahme. Gut, das gehört bei allen, aber ja, ich meine, ich rede gerade irgendwie im Kreis und schaffe wieder diese eine Stelle nicht. Ich hoffe, man versteht mich. Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen mit meiner zweiten Lieblings-Let's Player. Ja, nicht nur Let's Player, auch allgemein Menschen. Ich meine, klar, YouTube ist größer als nur Let's Playing. Das kann auch viele andere Bereiche enthalten. So ist das nicht. Ja, aber ich meine halt im Let's Play. Okay, ich muss mich kondensieren. Okay, nein. Okay. Ja, nach dem dritten Mal wird der Wortwitz auch nicht lustiger. Ich weiß, ich höre schon auf. Ja. Gut, ich habe gar nicht den dritten Typ genannt. Und der dritte Typ sind einfach solche Skiller, die einfach so gerade solche Spiele zeigen, so ja, so geht das alles. Wo ich auch nicht so wie bei mir 1000 Parts durchlaufen muss, bis ich hier das Spiel endlich mal hinter mir habe. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also, Let's Player mit Skill sind auch. Wobei, Skill ist bei mir an ganz letzter Stelle, weil, wie ihr seht, ich besitze selber sehr wenig davon. Nee, ich besitze ja einen, nur er ist gerade verloren. Hat sich einer schon gemeldet? Zu dumm, dass es in der gleichen Folge gerade alles passiert und das dann irgendwie nichts bringt, wenn sich einer meldet. In diesem Moment bin ich ohne meinen Skill auf mich allein gestellt. Wow, das war verdammt knapp. Okay. So, ich möchte das möglichst noch vor 70 Sekunden schaffen und den Raum verlassen haben. Ja, gerade noch mit 70. Das geht. So, zack. So, ach Gott sei Dank. Und hier. So, was war nochmal der Teil, den ich nicht konnte? Der hier. Da bin ich immer gegen die Decke gesprungen. Okay. Und zack, zack, zack. Na. Jetzt komm noch. Stirb. Danke. Ihre Kooperation wird mir sehr weiterhelfen. Zack. Boah, ich hab's geschafft. Egal. Ich bin auch schon zufrieden, wenn ich in jedem Teil ein Checkpoint weiterkomme. Dann kann ich von mir sagen, ich habe in diesem Part etwas geleistet. Ich meine, klar, ein Part geht maximal 20 Minuten. Wow, da hat irgendwie ein Bäuerchen mich überkommen. Ja, wow, das war knapp. Ja, ich sage Bäuerchen. Ich find's ganz lustig, ist ein süßes Wort. Ja, es gibt mir sozusagen ein bisschen auch, es gibt mir Selbstgefühl. Es gibt einem ein höheres Selbstwertgefühl, wenn man einfach so eine Stelle dann absolviert hat. Man hat so das Gefühl, man hat etwas geleistet. Und ich finde das ganz gut, wenn man in einer Folge etwas leistet. Weil ich persönlich, klar, es gibt Folgen, allgemein beim Let's Playing, in denen man nichts passiert. Hat jeder schon mal erlebt. Aber man selbst ist doch auch sehr frustriert, wenn solche Folgen dann an Häufigkeit erhalten, so wie bei mir. Deshalb habe ich mir sozusagen für dieses Let's Play schon als Ziel gesetzt, wenn ich in einer Folge vielleicht bis zum nächsten Checkpoint komme. Beim Boss muss ich ihn nicht mal unbedingt besiegen, weil Bosse sind dann sozusagen eine Ausnahme, weil Bosse sind dann nochmal schwerer. Ja. Dann bin ich zufrieden. Dann kann ich sagen, ja, das war eine gute Battle Kit Aufnahme oder Folge, oder es wird eine gute sein. Klar, ihr könnt dann auch einfach an das Ende des Videos stoßen, aber dann
verpasst ihr meine Denkanstoße, die ich mit meinem Gerede gebe. Und ich glaube, beim Let's Playen geht es weniger um das Spiel, sondern mehr um den Kommentator. Also wenn man ein... Ja, klar, das Spiel muss stimmen, aber wenn man einen Let's Player abonniert, dann meistens wegen dem... Selten wegen dem Spiel. Es sei denn, es ist wirklich der einzige Let's Player, der das Spiel spielt. Aber das ist in der Regel nicht der Fall. Gott sei Dank. Und zack, so, und zack. Boah, das war knapp. Und, ja, ich wäre sehr erfreut gewesen, wenn... Okay, ich sterbe hier nicht. Okay, ich muss das abchecken. So. Ach Gott. Okay, Risiko. So, zack. Wisst ihr was, gerade bitter? Ich glaube, ich muss das nicht erwähnen, ich mach's aber trotzdem einfach. Ich bin nicht an dem Gegner gestorben. Ich bin an dem Stachel. An diesem einen verdammten Stachel, die ich noch nicht mal wirklich als Problem angesehen habe, gestorben. Und an diesem Ballmoment. Ah, ja. Ich habe noch circa 4 Minuten Zeit, um in dieser Folge irgendetwas Sinnvolles an Spielfortschritt von mir zu geben, weil ansonsten sieht's düster aus. Und wenn's düster aussieht, sieht meine Laune düster aus. Und ich meine, wenn ich gute Laune habe, dann schneide ich auch gerne mal die Battlekit-Folgen. Und wenn ich schlechte Laune habe, schneide ich sie ungern. Dadurch werden sie qualitativ nicht schlechter, aber ich schneide sie halt ungern. Und das senkt meine Laune um 3% vielleicht. Na, 3%, ich weiß nicht. War eine willkürlich gewählte Zahl gerade. Eine Prozentzahl, wenn ihr sagen wollt. So, jetzt sind wir hier. Gut, das haben wir auch schon mal geschafft. Deshalb nichts davon unterkriegen lassen. Na komm. So, und zack. Okay, und zack. So, das war schön. Das war dumm. Voila. Ich mag die Wasserpause nicht, ich weiß nicht. Ich meine, klar, ich habe davor in der Folge auch den Unterwasserpart geschafft, aber da war er nicht so lang. Er war nicht so lang. Und hier rüber. Ich meine, ich habe die Stacheln vorhin nicht als Problem gesehen, weil mich hier in den seltensten Fällen die Stacheln umgebracht haben. So, hier schnell durch. So, das hat wunderbar geklappt. Ich riskiere mal was. Yeah, ich habe mir gerade ein paar Sekunden Zeit gespart. Wow, das war irgendwie kurzer Lag, aber der hat jetzt nicht irgendwie groß zur Sache getan. So, zack. Okay, und zack. Ja, wunderbar. Und wunderbar. Jetzt darf ich nur noch dies hier versuchen. Ich springe jetzt einfach mal ein bisschen höher und hier hoch. Und zack. So. Und jetzt schnell hoch und stirb, stirb, stirb. Oh, Gott sei Dank. Puh, die Checkpoint wäre. Ja, das lässt sich noch. Oh, Mama mia. Ich habe fast Angst. Ich habe echt Angst. Oh Gott. Oh Gott. Ja, einmal getroffen. Och nein, es ist noch auf Zeit. Oh Gott. Und... Verdammt. So, der ist tot. Und... Na, ich hätte es danach es geschafft. Ich habe vergessen, ich kann nicht ewig atmen. Zumindest nicht unter Wasser. Erst später. Och Mann. Aber es war ein kleiner Fortschritt, ich weiß sozusagen mehr. Und ich weiß, dass es da auch Ende ist, weil es waren zwei Wege. Eindeutig, da wäre eins wahrscheinlich... Ja, ich wäre wahrscheinlich den oberen gegangen, weil... Der hätte mich wahrscheinlich gerettet. Ja, komm schon. Na komm, ich muss überall Zeit sparen, wo es geht. Komm, ja, du bist tot. Jetzt hier hoch und... Wow, ich bin am Stachel gestorben. Irgendwie ein deprimierendes Gefühl. Okay, letzter Versuch. Oh, ja, ihr seht meine Launen. Das akzeptiere ich nicht. Schön, wenn man sich auch an sein eigenes Wort hält. Ja. Zack. Nein. Nee, ich sehe das schön ein, dass ich in dem... Wobei, was war eigentlich hinter mir? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Ich habe schon vergessen, okay. Nee, ich sehe es nicht ein, wenn ich da sterben soll. Ah. Ich meine, gut, beim... Vorher bei diesem komischen Augapfelviecher, da wäre ich wahrscheinlich auch gestorben. Wenn... Wow, komm, stirb! Gott sei Dank. Ich meinte nicht mich. Wäre ich wahrscheinlich auch gestorben, wenn ich... noch ein bisschen länger gewartet wäre, einfach an Zeit tot am Ersaufen. Und ich merke, dass so jetzt wirklich
die Zahl da oben an Bedeutung bekommt. Ach, komm schon. Na. Jetzt, und ich merke gerade, dass das hier ziemlich fail war. So, das hat gut geklappt. Wunderbar, dankeschön. Ach Gott. Okay, und... Na, einmal und du bist tot. So. Ja, wunderbar. Und... Yes. Und zack. Oh Gott sei Dank. Gut, das habe ich einfach mit einem Durchlauf gemacht. Zack und zack. Und zack und zack. So, jetzt durch. Okay. Zack. Stirb. So, ich habe noch 40 Sekunden. Ja, wahrscheinlich, wenn ich dort bin, 30 Sekunden für diesen Teil. Und... Ja, perfekt. So. Und... Na... Nein. Das war der Zeitdruck. Ich möchte jetzt nicht aufhören. Ich bin vernarrt in diese Stelle jetzt. Ich gucke, wie ich wann ich diese Stelle schaffe. Danach ist für mich erstmal Sense auf jeden Fall, aber es entscheidet darum, ob die Staffel 4 oder 3 Episoden haben wird. Ich meine, ihr wisst es schon, wenn ihr so eine mega extrem lange Folge habt, dann liegt das daran, dass ich jetzt in den nächsten Versuchen es schaffen werde. Wenn nicht, dann schaut in der nächsten Folge vorbei, wenn ihr den Erfolg sehen wollt. Oh, ich mache Werbung für meinen eigenen, für die nächste Folge, wow. Ach, dumm. Komm schon, du musst schneller sterben. Oh, ich habe vorhin dreimal getroffen. Auch nicht schlecht. Und so, Gott sei Dank. Und zack. Ja, wenn es überhaupt eine nächste Folge geben wird. Und so, zack und zack. Jetzt kurz warten. Nach diesem Schuss. Das war verdammt knapp. Und ja. Ich kann diese ein Hochblock höher Sprünge nicht. Gut. Ach, wenn das Leben, wenn ich wäre, wenn ich Deutsch könnte. Und, hepp, stirb, gut. So. Ach, komm schon. So, danke schön. Jetzt habe ich sogar mal das Gleiten mit Absicht benutzt. Ja, wow. Okay, hier durch. Und, zack. Okay, und, okay, bist tot. So, hier lang. Okay, und, ach Gott sei Dank. Und, yes. Man hört wahrscheinlich mein Gamepad, aber das ist mir egal. Uah. Ach, das waren jetzt wertvolle Sekunden. Zack und zack. So, warten. Jetzt. Man hört mich einatmen. Ich hab trinken. Ich hab zwar genug Wasser schon um mir um die Ohren, aber... Ja, man hört... Egal, ich mach diesen Versuch ohne trinken. Das war keine Absicht. Nee, wisst ihr was? Ich beende auch jetzt die Folge. Also, das war's von dieser Folge. Auf Wiederhören.